One. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Hm, okay, sie haben keinen Key geschmissen. Ich habe geinkert. Oh, jetzt kommt der Key. Hey, ihr stozt weiter in Richtung Zentrum vor. Mein Inker ist, glaube ich, ganz schön gewastet. Mit ein wenig Glück vertreiben wir diesen Abschaum aus der Stadt, bevor die Flut kommt. Ich habe hier, ne, falls ihr euch fragt, mit Randoms, mir Randoms gesucht für einen Key. Und jetzt schauen wir mal, ob er ein Gate stellt. Ja, okay, er gated. Ich hab's mir schon gedacht. Wie viele Sekunden? Ich habe jetzt noch 3 Sekunden Inker. Das hat sie jetzt schon rentiert. Den kann ich eigentlich weiterziehen. Hier, den einen Mob. Das habe ich noch nicht angelegt. Der eine Mob kann nix. Dann können wir uns einen Ticken Zeit sparen. Jetzt muss ich überlegen, theoretisch könnte ich noch mehr zusammenziehen. Ich muss näher ran. Das ist so schön, die Woche ist quasi hier nicht sonderlich gefährlich. Du hast ein bisschen Volcanic, ne? Aber das scheint so gut wie wurscht zu sein, wenn du halt Leute hast, die aus dem Volcanic rauslaufen können. Ich brauche ein Ziel. Sieht bis jetzt gut aus. Jetzt schauen wir mal, ob der Run hier was wird. Ich kann Dings gehen. Invasion in Voldoom. Wenn die zwei Gruppen zusammen machen. Easy. Oder müsste zumindest easy sein. Oh, jetzt habe ich meine Trinkets mal wieder nicht gewechselt hier. Müssen wir gleich mal gucken. Es ist halt Boss-Buff, ne? Ich hoffe, dass... Ich habe jetzt die Leute nicht so genau angeguckt. Ich hoffe, dass die Bosse kennen, sonst wird es halt schwierig. Wobei ich den ersten Boss auch noch nicht so ganz hundertprozentig gecheckt habe, ne? Ich muss einfach die Ads off-tanken und die anderen, die verfolgt werden, schauen, dass das reinkalt, ne? Also von dem her, weil du teilweise das Tank auch verfolgt werden kannst, ne? Also da muss ich ein bisschen gucken. Ah, den werde ich adden, oder? Ja, das war eigentlich jetzt nicht gut. Viel zu viel Trash wieder. Egal. So, die großen Gruppen ziehe ich jetzt hier aber nicht mit rein. Und Inka hätte ich vielleicht... Naja, gut. Eigentlich ist es mit Inka so eine Sache, ne? Du brauchst eigentlich keine 3 Minuten vom ersten Trash-Pack bis zum Dings, ne? Komm, die ziehe ich hier mit rein. Scheiß drauf, die können halt nichts. Auf geht's. Auf geht's. Müssen hier ein bisschen Zeit rausholen, weil wir bei den Bossen ewig brauchen werden. Und das habe ich letztens gelernt, dass ich weglaufen muss, weil das kann mit nichts interrupted werden. Nicht mit einem Stun oder irgendwas, Knockback, gar nichts. Nada niente. Warte mal, wir werden jetzt gleich Reaping triggern. Ich sollte die vielleicht nicht da in die nächste Gruppe reinziehen. Wäre eher suboptimal. Und ich hätte vorher was trinken sollen. Aber die haben hier quasi den Timer schon geschmissen, keinen Ready-Check gemacht. Dann dachte ich mir, gut. Ne? Ist der da jetzt gerade in der Dings verreckt? Ja, der ist in der Void verreckt. Damn. Ja, nicht so clever, würde ich mal sagen. Ich kann keine Retzen mehr mit Sweeping. Soll ich jetzt hier ein Battle Rats wasten? Das geht mir jetzt schon wieder auf den Nerv. Für sowas ein Retz zu wasten. Der wäre halt schneller reingelaufen, ne? Beim Battle Rats will ich jetzt halt echt ungern dafür wasten. Weil in dem Bosskampf ist es halt oft so, dass der Heiler es nicht hinkriegt, vom Boss weggenudelt wird und dann braucht... Ja, der wäre halt dreimal jetzt reingelaufen in der Zeit, ne? Ich hasse immer so Leute, die dann ewig liegen bleiben. Das ist zu weit entfernt. Ja, weißt du, jetzt wo die Mobs fast tot sind, ich... Scheiß drauf, wir müssen jetzt pullen, hilft alles nix. Dann spielen wir halt ohne den Worry jetzt den Trash. Keine Ahnung. Wenigstens kannst du diesmal halt ohne schlechtes Gewissen wegcleaven, weil es halt gar kein Stress ist, ne? Weil du halt keine Debuffs, kein Necrotic, kein anderes Zeug hast. Das ist halt echt schick. Das Einzige, was du hast, klar, am Ende, wenn sie kurz vorm Sterben sind, geben sie sich da noch ein bisschen Damage-Buff, aber den kann ich als Druid-Tank runternehmen, beziehungsweise alle Druids können das runternehmen. Hier zum Beispiel den hier, bloß ich hab's mir immer noch nicht gebindet, ne? Ich muss es halt klicken. Nicht optimal, aber naja. Hat eh. Was hat denn das? 10 Sekunden Abklingzeit, oder? Ja, 10 Sekunden. Ich brauche. Die haben mir sogar Lead gegeben. Okay, was sieht's mit dem Heiler-Mana aus? Er ist am Raggen. Okay, er pullt einfach. Ich muss nehmen. Ja, gut. Ja, gut, ne? Diese bitte. Ah, okay. Nein, ziehen rein da. Boy. Ja, aber die liegen halt echt scheiße, ne? Da muss ich auch sagen. Die liegen halt richtig scheiße, die Dinger. Jetzt, wenn er dahin läuft. Das
Kriegt er eigentlich mehr Damage? Ich bin außer Reichweite. Vielleicht nicht, ja. Durch die Ads immer am besten. Okay, er hat ihn gedingst. Na gut, der weiß, was er tut, zum Glück. Letztens ihren Heal, der ist einfach stehen geblieben, der wurde einfach. Okay, der Hexer. Weil du kannst das Tank hier auch verfolgt werden, ne? Wenn du nebendran stehst. Ich weiß gar nicht, was passiert, der hittet dich wahrscheinlich einfach tot, ne? Ich nehme mal nicht an, dass du ihn tanken kannst. Jetzt hat er nichts mehr. Aber er hat Skate. Das hätte er noch. Ich frage mich, ob es eine Taktik gibt, die, wo die jetzt einfach ignorierst und nur auf den Boss durchzimmerst. Geht er mich ran, oder? Das ist, glaube ich, der ätzendste Boss hier in dem Laden. Ja, mit Gate ist es natürlich echt schick. Jetzt haben wir gar keine Bomben mehr. Ah, doch, da. Jetzt aber schnell hier. Hat er ihn gerade gelockt? Ach, dem Haken kann ich ausweichen. Ernsthaft, das wusste ich nicht. Schau, wieder was gelernt. Ich dachte, dem kannst du nicht ausweichen. Das letzte Mal wurde ich gegrippt und dachte mir, danke. Er grippt mich ran, stunt mich und ich konnte nichts machen. Dachte mir, okay, die Mechanik ist gut durchdacht. Aber wenn du neben natürlich ausweichen kannst, dann war ich einfach ein Gimp, der sich grippen lassen hat. Meine Schwäher berichten von erbitterten Kämpfen beim Palast. Das ist zu weit. Jetzt alle pullen, ist das eine gute Idee? Ihr habt eine gute Idee. Oh fuck, das war glaube ich keine gute Idee. Dem Gaul kannst du auf jeden Fall ausweichen. Ah fuck. Ah, ich bin genau reingesprungen. Ich dachte, das geht vorher noch durch. Ne? Ah, wir haben geaddet. Das ist ungünstig. Wie konnten wir denn die adden? Das ist zu weit entfernt. Wo ist denn der Worry, der ist die ganze Zeit low? Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Das ist wieder viel zu trash, viel Trash hier. Ist denn. Hä? Kann er nicht geheilt werden? Jetzt ist der Worry tot. Ich muss näher ran. Ja. Hä, der war die ganze Zeit auf 18%. Warum hat er den nicht einfach geheilt? Ich versteh's nicht. Hütet euch. Ich bin außer Reichweite. Er castet sein Shit da hinten durch. Ja, das ist halt schon wieder unnötig ohne Ende jetzt gewesen. 9%, dann haben wir nochmal Reaping. Ich weiß gar nicht, ob man den 75% sämtlicher Schaden. Das muss man wahrscheinlich interrupten oder irgendwas. Kann ich mir vorstellen. Weil das sieht so aus, ob das nicht gewollt ist, dass man den Boss oder den Mob. Boss sage ich schon fast. Weil er dann so viel Life hat, so runter DPS. 6%, ja gut, GS füllen wir mal nochmal auf. Alles mit. Im nächsten Pack werden wir dann wahrscheinlich triggern. Oder werden wir hinten erst triggern? Ja, wir haben viel zu viele Mobs vorne gemacht. Scheiße, wir werden hier nicht triggern, ne? Ich brauche ein Ziel. Kannst hier halt mounten, ne? Eine ein bisschen früh losgelaufen, kann das sein? Ja, hier werden wir jetzt Ripping kriegen und ich hoffe, dass wir links die nicht triggern. Spare ich bei denen mal ein bisschen Wut auf. Warum schießt er denn jetzt die hier noch an? Du hast doch, wir haben doch viel zu viele. Also das letzte Mal, wo ich hier drin war, habe weniger gepullt. Und wir sind auch schon overgecapped. Ja, pullt jetzt halt hier nur extra Mobs mit rein. Gut, die cleast ihr halt eben. Was ist denn immer mit diesem Worry? Weißt du, jetzt hat er halt einfach einen Liter gepullt. Ja, der mich jetzt hier mit allem Ripping betäubt. Alter. Weißt du, das sind diese Leute. Ja, komm, ich pull einfach ein bisschen was dazu, ne? Dass ich mir reinkleaven kann. Normalerweise kannst du auch zum Reaping was dazu pullen oder so einen Boss pullen oder so. Das Problem ist, sobald es halt Mobs sind, die irgendwie dich stunnen, CC'en oder irgendeine andere Scheiße machen, ist es halt immer ätzend, ne? Deswegen sollte man sowas halt in der Random-Gruppe, wenn man sich nicht abspricht, halt vielleicht eher nicht machen. Ist halt wieder einer tot, ne? Eine Mob halt hier hinten jetzt durchgeschossen, weil der nochmal angekommen ist und ich mir erstmal die Reaping-Mobs schnappen musste, ne? Sowas kostet uns halt dann im Schnitt viel mehr Zeit, weil wir dann jedes Mal wieder Tote haben wegen so einem Shit und die ranlaufen müssen, was halt Zeit kostet. Oder du sie halt retzen müsstest, ne, wenn du mit einem im Combat bist. Schau, der Worry ist mehr am Laufen. Wir haben jetzt schon 5 Tote in der Instanz und es wurde bis jetzt
Wird ja noch gar nicht schwierig. Ja, schau, der hat schon wieder. Die haben schon wieder die Buffs. Vor allem die kloppen. Jetzt habe ich mich stunnen lassen in der Dings. Die kloppen halt auf die Mobs rum, die den Debuff haben. Musste wahrscheinlich interrupten, ne? Ja, wobei, ich glaube, das ist noch. Ist es noch nicht verloren, das Ding. Ich bin außer Reichweite. Warte! Hä? Die triggert man gar nicht? Okay. Kapitänin Lübke, unsere Truppen haben die Docks verloren. Ich muss näher ran. Unwichtig! Meine Kanonen reißen meine Gegner. Ach, die triggert man gar nicht. Das sind nur so zusätzliche Mobs, okay. Nehmen wir mal das Live raus aus denen. Hast du das gesehen? Du kannst nämlich. Ich mein Trinket ist gar. Es ist teilweise gar nicht so verkehrt. Eine große Heilung mir draufgehauen. Na, raus da aus dem Laden. Eigentlich gefällt mir das. Bei so großen Mob-Packs ist es relativ stark. Ach komm, lauf doch nicht in die Kacke rein. Also der Heiler muss hier auch einiges pumpen, was ziemlich unnötig ist. So, der nächste Boss wird jetzt interessant. Three, two, one. Macht keine Gefangenen! Ich hoffe, mein Mana-Ding ist nicht buggy, ne? Meine Mana-Anzeige. Fokus. Okay, der hat Mana. Weil hier in der Gruppenanzeige wird es oft falsch angezeigt, warum auch immer. Da muss ich den ins Fokus nehmen, dass ich wirklich die richtige Anzeige habe. Okay, den Kanonier-Typen müssen wir halt killen, bevor sie ein zweites Mal ihren Shit macht. Da draus, das grillt dich. Aber schnell, das muss einer aufnehmen. Schießen. Dann mach ich das mal. Nein, der schnellste von der Truppe hier. Ich schneide euch in kleine Scheibchen! Wir müssen es halt nochmal spielen, ne? Gut, der ist eigentlich nicht so. Ah, warte mal, Schröpfend haben wir in. Ja, gleich nach dem Kampf. Eigentlich kann ich mein. Eigentlich kann ich mein Dings jetzt hier nicht ziehen. Meine Inka. Weil die sonst gleich wieder ausläuft, ne? Und ich dann ewig CD drauf habe. Ich brauche die irgendwie Schröpfend. Wir müssen halt nochmal spielen. Bitte! Da mal Mark drauf. Vielleicht. Ja, schau mal, die anderen gehen irgendwie. Ja, da schießt einer aufs falsche Ziel. Sollten wir rausgehen? Ich bin außer Reichweite. Das haben alle überlebt, ne? Also das Movement ist anscheinend dabei. Dammit. Dauert halt ewig, den runter zu hitten. Lass es vor allem auch nicht falsch schießen. Wenn du nämlich in die falsche Richtung schießt, dann hast du verkackt. Charge ich jetzt über das Ding drüber? Nee, passt. Ich hab das nämlich auch, also ich habe das hier nämlich ein bisschen mehr gebastelt, wo ich das Achievement ganz am Anfang gemacht hatte. Wo du noch so Low Gear hattest. Und ja, da musstest du schnell sein, sonst die durfte irgendwas nicht durchcasten. Für das Achievement, da musstest du instant die Kanone draufhauen. Jetzt bitte geh nicht nochmal in die. Oh shit, wenn das die hier resettet, ne? Musste manchmal echt schnell chargen. Weil ich bin ja das Ziel, ne? Wenn sie. Ach komm, ich hasse es. Alle Kanonen, Feuer! Das hatte ich beim letzten Mal. Sie sind 1% auf dem Ding. Ach, ist das dreckig. Weil wir. Hätte doch Inka ziehen sollen, weißt du? Ich hätte doch Inka ziehen sollen. Jetzt müssen wir halt eine komplette Phase nochmal spielen. Komm her jetzt. Kanone. Shit, ich sehe sie. Ah, die ist die. Einer aufgenommen? Oh, fuck. Okay. Alle Mann vom Deck! Ich segle in unbekannte Gewässer. Helden, Aschenwinds Streitkräfte versuchen, den südlichen Schutzwall zu durchbrechen. Haltet sie auf, damit wir noch die Chance haben, sie aus Boralus zu vertreiben. Ich clever, da reinzulaufen. Und sichere die Burg. Viel Erfolg. Nach dem Mob werden wir triggern. Ich weiß nicht, ob ich die Affen da dazu pullen soll. Ah, eigentlich kann der nix, ne? Komm. Eigentlich kann der nix. Ich hoffe, das war jetzt keine blöde Entscheidung. Die haben ja den geändert, dass du nur was von ihm weglaufen musst.
Vielleicht tue ich den Großen mal dispeln. Erhebt euch, Gefallene! Kriegen wir noch so mit weggeklieft. Wo kommen? Wo bleiben die denn alle? Fuck! Okay, es war eine dumme Entscheidung. Die Affen haben mich genau dann gestunt. Ich dachte, die sterben ein bisschen zügiger. Dürfen mich jetzt halt nicht in der Void Zone stunnen, weil sonst war's das, ne? Dachte, die verrecken ein bisschen zügiger. Den Rest ziehen wir nur mit. Ich muss näher ran. Ja, jetzt hier. Das ist zu weit entfernt. Müssen jetzt ein bisschen Zeit gut machen. Fuck, jetzt wäre ich hier durchgestunt. Wie ist denn der Worry schon wieder gestorben? Ertrinken. Mein Gott, der ist... Er ist wieder in der Void stehen geblieben. Ich hasse dich. Der Typ ist ein Movement-Krüppel ohne Ende. Macht kein Damage und krüppelt im Movement rum. Wo ist er denn? Ja, der ist unter mir im Schaden. Das gibt's doch gar nicht. Hat mir ihn jetzt ge... Ach nee, der ist da hinten gespawnt. Okay. Schon 6 Tode. Ich glaube, das war fast alles der Worry, ne? Mal halt gucken. Fuck, dieses Geslaue ist echt ätzend. Hütet euch. Ich bin außer Reichweite. Ja gut, den adden wir jetzt halt, das hilft halt alles nichts, den müssen wir jetzt halt mitspielen. Sag mal, 2 große. Oh shit. Ist noch nicht bereit. Irgendwie, es kommt aber auch kein Schaden, ne? Das ist halt... Nein, lauf da oben bitte nicht rein und addet noch mehr. Hütet euch. Wir haben so viel Trash, ne? Wir overcappen halt wieder so extrem. Aber du kannst hier halt auch nichts skippen mehr, ne? Gut, du könntest hier wahrscheinlich einen Death Run machen. Das würde funktionieren. Das ist zu weit entfernt. Aber, also prinzipiell ist ein Death Run eine gute Sache, weil du Zeit sparen kannst, ne? Das Problem ist, das ist halt nur so lange eine gute Sache, solange du es halt koordiniert hinkriegst. Und ohne TS mit Randoms wird es halt eher schwierig, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Dass der Death Run klappt. Hier Heilung kicken. Wie wär's? Mal noch desorientieren. Ganzen Käse. Erhebt euch, Gefallene! Jetzt schon wieder ein Ding? Aus diesem Albtraum gibt es kein Erwachen! Mal mein Trinket, dann können wir uns einmal hochziehen. Das Trinket ist eigentlich schon relativ nice. Ich würde. Der Worry hat aber von nichts Akku. Der macht halt absolut keinen Schaden. Ich bin bei 40k DPS und der gammelt bei 28 rum. Ich verstehe es halt nicht. Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, overall in der Instanz mehr Damage als der Hexer und der komische Worry. Das sind halt absolute Gammler. Und ich habe halt echt Scheißsachen an, ne? Vor allem, ich habe so kack Trinkets an. Ich habe zwei komplette Death Trinkets an, weil ich halt einfach nichts anderes Sinniges hab, ne? That's the problem. Ich habe wirklich eins an, was mich heilt, und das andere halt mich halt bitte. Ach nee, da hinten ist nichts mehr, was adden kann. Wir sind jetzt halt bei 86%, ne? Ich muss näher ran. Latschen wir den noch nicht. Jetzt bin ich natürlich in der Kacke drin, nicht, dass der noch da runterläuft und noch mehr addet. Weil noch mehr brauchen wir tatsächlich nicht. Okay, warte mal, ich kann ja schon mal da hinten rauslaufen. Wir brauchen eure Hilfe. Hier eine Mobgruppe runter triggern. Weil das geht halt auch so oft schief. Ja, bleibt hier hinter der Ecke. Bleibt hinter der Ecke. Alles fucking Caster. Die bleiben da bloß wieder oben stehen und wollen dann nicht. Wenn ihr mich jetzt nicht tötet, habt ihr eure letzte Chance. Das letzte, wo ich hier drin war, ne? Habe ich den Boss einfach rausgepullt und dann kam natürlich alles und dann hat das hier total verbuggt. Das war richtig ätzend.
Habe ich versehentlich das falsche, falschen Mob im Target, ne? Und ja, das ging dann ziemlich in den Bach runter, das sage ich euch. Weil er läuft ja da immer seine Runden. Raus, 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 raus. Ich pull nur die Mobs. Der war gerade hinten gestanden, sonst müssen wir wieder ewig warten. Oh, dieses Heal Trinket ist echt praktisch, ne? Das zieht halt von den ganzen Mobs das Life weg. Das ist halt richtig gut. Oh, wir triggern halt danach schon Ding wieder Reaping. Also das letzte Reaping ist das tatsächlich. Oh fuck, ich hab mich stunnen lassen. Ungünstig. Wird jetzt dann nochmal hart hier gleich. Nächste Mob, der fällt, triggert das Reaping. Ich hab halt nichts ready. Erstmal kurz stehen bleiben und die. Ich hoffe, der bufft jetzt die Reaping-Mobs nicht mit diesem Debuff. Gut, der Mastern war gut, aber jetzt habe ich natürlich gerade alle meine CDs gezogen. Hütet euch. Halt, warte mal, er stunt hier gleich wieder rein. Ja, super, in 8 Sekunden habe ich den wieder ready, ne? Wenigstens macht der Monger Damage. Okay, der Boss kommt da gerade wieder. Wir haben nur eine Mob-Gruppe drin. Nicht reinlaufen da. Nicht rein. Das ist zu weit entfernt. Ihr kommt hier nicht lebend raus. Weiß nicht, ob wir die jetzt lieber rausziehen oder den Boss mitpullen sollen. Aber die kommen wahrscheinlich nicht alle so wirklich. Ich muss näher ran. Die werden den Boss halt adden, ne? Ja, er stunt halt auch noch. Ja, komm, scheiß drauf, wir pullen den Boss mit. Wird schon irgendwie gut gehen. Und hat HT ziehen. Hütet euch. Fuck, jetzt habe ich ihn gerade kacke gedreht, dass er hier den Frost so reinhitten wird. Das wollte ich jetzt eher nicht. Ja, okay, er will halt kein HT ziehen. Dann halt nicht. Okay. Ist in Ordnung. Bitte lauf dahinter. Bitte kennt die Instanz. Ich weiß nicht, ob das mit dem Wasser hier. Ich hätte ihn wegdrehen müssen, jetzt hat er da in die Dings reingehittet. Hütet euch. Müssen wir nämlich nah drüber laufen, das ist eher suboptimal. Aber ich glaube, es verschwindet auch wieder im Laufe des Kampfes. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht. Ich ziehe einfach einen Roar gleich. Schön eingebaut, ich glaube, so spielst du es eigentlich nicht. Egal. Theoretisch könnte ich auf die Timer achten und kurz bevor er es wieder wirkt, ihn da in das gleiche reindrehen, aber es ist nicht notwendig. Wo kommt jetzt die Welle her? Gucken. Hütet euch. Nicht, warum sie jetzt hier nicht HT geht. Oh fuck, da hinten. Dammit, ich wurde hochgekickt. Okay, mit Ding habe ich es überlebt. Ich kann retzen. Ich habe Wall gezogen extra. Ah, fuck it, das war nix. Aber wir haben zwei Battle Rats. Ich hab nicht geguckt, dass die Welle hinter mir war. Das war echt fail. In die Tiefe mit euch. Dafür haben wir die Battle Rats. Das hat uns jetzt halt Zeit gekostet, ne? Das ist zu weit entfernt. In die Tiefe mit euch. Ich kann ihn wirklich komplett avoiden, wenn ich vorher schon weglaufe. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Jetzt habe ich hier natürlich wieder alles zugevoidet. Okay, jetzt aber alle hinter die Dinge. Okay, alle bis auf der eine, der will nicht. Er hat sogar überlebt, okay, easy. Ah, mit CD geht das sogar. Dann müssen wir jetzt bloß schauen, dass wir den Endboss nicht verkacken. Mit euch übergeht meinen Leichnam. Ach, das mit dem Tor dauert hier, ne? Ohne ihren Riesen können Aschenwinds Streitkräfte die Stadt nicht halten. Genießt euren belanglosen Sieg. Ohne die Flotte von Kul Tiras besiegt ihr mich niemals. Der Wolf schreibt nice. You'll be boosted. Das Tor ist gefallen. Er stürmt die Stadt. Wie der Hexer das gleiche denkt wie ich. Der Typ failt alles. Ja.
Tutti completti. Aschenwinds Bestie zerstört unsere Schiffe. Sieht aus, als gibt es in diesem Wrack noch brauchbare Artillerieteile. Wie er ihn frontet, dass er geboostet ist. Ich dachte es mir auch schon. Er spielt halt eine Scheiße zusammen. Das war knapp. Gerade noch mal im richtigen Moment reingecharged. Davori, jetzt macht er nur Fragezeichen. Ah, da ist wieder eine neue Tentakel. Lass nicht zu, dass diese Bestie mich frisst. Na komm, nimmt die Achso, der ist immer noch da drin? Jetzt lass aber schnell nicht hier. Zu, dass diese Bestie mich frisst. Gut, es hat. Hütet euch. Fuck, wir haben schon wieder einen. Ich bin außer Reichweite. Wir haben halt echt Low Damage, ne? Der einzige. Der Monk drückt halt 24k und die drücken halt einfach gar nichts. Also wirklich nichts. Der Worry und der Hexer sind halt beide unter mir und ich mache halt echt keinen Schaden, ne? Hütet euch. Die Kanone ist bereit. Ja, genau. Bleib in der Kacke. Halt irgendeiner rein und schießen und nicht verkacken. Man könnte das hypothetisch gesehen hier sogar noch mit Double Chest machen, ne? Hypothetisch. Nehmen wir 2 Minuten, knappe. Wenn sie halt Damage drücken würden. Ich habe kein Ziel. Ah, geh weg, ich. Schafft mir dieses Ding vom Hals! Ich bin außer Reichweite. Wie, die sollen einfach an der anderen dranbleiben, ich tank die auf und gut ist. Euch. Ja, jetzt bleiben sie zum Glück dran. Weil du kannst, also, ne, wenn da eine zweite kommt, wenn du zu lang brauchst, ist halt kacke. Erste killen und dann einfach auf die andere Hütet durchziehen. Euch. Geht eigentlich. Ja, jetzt haben wir eine zweite Schitte. Hütet euch. Okay, wo cleaved die jetzt hin? Ja. Ah, fuck, okay, das war jetzt nichts, das habe ich mich cleaven lassen. Aber wenn ich von der anderen weggehe, dann hittet die nur wen anders, wenn es blöd läuft. Ist es jetzt mal down hier? Lasst nicht zu! Gehen mal so raus. Hütet euch. Gebt mir einen Moment um die Kanone. Jetzt wird halt der Hexer, ne? Wenn er da jetzt nicht weggeht. Geladen und entsichert. Baller und diese zum nächsten. Korken zurück in die Tiefe. Nee, das wird nichts mehr, 50 Sekunden. Hütet euch. Mach da einfach jetzt mal einen Totenkopf drauf. Also, es würde gehen, gut, wenn sie einfach nur hinten die wegfucken, aber das wird wahrscheinlich nichts mehr. Ach, jetzt kommt HT hier. Alter Schalter, lassen sich die wegbregeln. Hütet euch. Düspel wäre was Feines. Ich bin ja. Knapp, nicht in-time. Nein, also in-time schon, aber halt keine Double-Chests. Naja, scheiß drauf. Der Worry ist halt wirklich boosted, ne? Ich muss näher ran. Geh schon mal wieder nach vorne, da kommt bestimmt gleich die Dings. Schafft mir dieses Ding vom Hals! Ja, okay, das war jetzt. Das dauert halt nur ewig. Ihr spawnt schon mal an. Ich schulde euch was. Jetzt gebt mir einen Moment, um die Kanone klar zu machen. Ich bin außer Reichweite. So, jetzt noch richtig zielen. Ich habe kein Ziel. Na wunderbar. Habe ich wieder eine weg von der Liste. Habt ihr meinem Tierchen angetan? Und zwar, ich mache das ja hier, um die ganze Liste mal fertig zu kriegen. Dass ich alle mal auf 10 in Time habe mit dem Char hier. Um auch ein bisschen besseren Radio-Score zu haben. Vielleicht droppt ihr noch irgendwas Tolles. Sprecht mich 4.15 mit Sockel. Ich habe schon 4.15 an, aber nicht mit Sockel tatsächlich. Sockel ist besser. Und das habe ich nur als Vorlage gebraucht. Ja, aber jedes andere Teil wäre gut gewesen, ne? Handgelenke, Hände, Trinket oder so. Aber naja, kann mich nicht beschweren, ne? Wieder eine Instanz fertig. Gut, danke für den Run hier an die Leute, außer an den Worry, ne? Nicht, dass sie mich hören würden. Not you quasi. So, das war's wieder. Wieder ein erfolgreicher Run abgeschlossen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.